Wir müde. Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Runde der Minecraft Endergame Serie. Heute mit dem Kid Vampir. Was kann der Vampir? Er bekommt durch das Töten von Mobs 3 Herzen dazu. Beim Töten von Spielern bekommt er sein volles Leben wieder aufgefüllt. Vielleicht noch ergänzen. Ja, also es ist eigentlich echt ein starkes Kid. Also ich kenne das auch schon. Ich habe es schon ein paar Mal gespielt. Und es ist echt, also das Kid ist wirklich gut. Das kann man echt wirklich gut spielen. Kann ich nur empfehlen, aber es wird sich jetzt hier auch gleich herausstellen, denke ich jetzt mal. Wieso schreibt der Doppelpunkt D in den Chat? Was ist mit ihm? Er hat einen Unge-Skin. Den alten, glaube ich. Naja, auf jeden Fall, ich hatte gerade eben, Okay, was geht mit dem ab? Hab's gerade gesehen. Ich hatte gerade eben so eine schöne Runde schon aufgenommen mit Vampir. Und dann habe ich sie aus Versehen gelöscht, also die Audiospuren. Na gut. Dann konnte ich's da vergessen eigentlich. Ach, das war jetzt echt mal wieder ganz typisch. Aber naja, so schlimm ist es jetzt in der Hinsicht nicht. Und zwar, ich hatte nämlich, was soll ich jetzt sagen? Genau, da hat in der Runde einfach zweimal jemand angerufen. Zweimal in einer Aufnahme. Und so, naja, gut. Ein bisschen hätte ich dann halt rausgeschnitten, ne? Und jetzt halt nicht, also. Ist eigentlich jetzt gar nicht so schlimm. Nehme ich einfach nochmal auf. Aber was viel ärgerlicher ist, genau das gleiche ist mir in der Flash-Aufnahme, also das. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt, wahrscheinlich. Also, es ist auf dem Bergwerklabs.de Server. Das Spiel Flash, das ist ziemlich cool. Das macht mal so einen Jump'n'Run, so einen Speed-Modus. Und das habe ich gerade auch aus Versehen gelöscht. Das ist viel ärgerlicher. Aber die Runde ging 24 Minuten, weil ich bei einem Part nicht weitergekommen bin. Und da hätte ich das auch wieder zu, also, schneller machen müssen, speeden müssen. Und naja, ob das so toll wäre. Also, hat alles so seine Vor- und Nachteile. Irgendwie. Ne, zum Beispiel, ich meine, dass ich mir jetzt nicht die Arbeit machen würde, aber naja, das Video wäre dann allein schon so 16 Minuten gegangen, obwohl ich es dann gespeedet hätte, teilweise. Und naja, wer guckt sich schon gerne solche schnellen Videos an? Okay. Jetzt habe ich nur ein Holzschwert, das ist echt nicht gut. Was ist das denn hier? Schnelligkeit. Nehme ich mal, pfeffere ich mir mal rein. Und gehe auf den nächsten Spieler. Vorne ist zum Beispiel einer. Am besten ich lasse die bekämpfen, weil der hat echt gutes Equip. Super Liam. Okay. Aber ich bin doch jetzt nicht ich, der leckt, oder? Was? Was? Wieso hat es denn jetzt geleckt? Hä? Als ob ich das bin. Nein, ich bin das nicht. Durch einen Leck gestorben. Das ist jetzt mal wieder ganz blöd. Forest. 30 Sekunden. Ach man. Ist jetzt echt ärgerlich. Ich bin das blöd, wenn man durch den Leck stirbt, weil da kann man eigentlich einfach echt gar nichts dazu. Oder dafür. Und stirbt dann einfach. So dass man was machen kann. Naja, gut. Nächste Runde mit Vampir. Das Kit konnten wir eigentlich auch echt nicht wirklich einsetzen. Ich meine, wie hätten wir das einsetzen sollen? Also, da waren keine Tiere, wo wir waren. Aber jetzt hier, na, das war auch ein bisschen schlecht gewählt, glaube ich. Aber jetzt hier sollte es ja gehen. In, Forest. Das sind hoffentlich mal ein paar mehr Tiere. Go. Eisen, jawohl. Okay, ich habe alles bekommen aus der Kiste. So. Okay, da war einfach mal gar nichts wirklich Brauchbares drin. Holz abbauen. immer das gleiche. Aber gut, wenn du das Kit Crafter hast, dann nicht. Dann muss man es nicht abbauen. Das ist eigentlich auch voll gut. Das kommt ja auch irgendwann mal dran. Bei uns dann in der Serie. Crafter. Aber irgendwie, ich habe irgendwie echt gedacht, dass das irgendwie echt schneller geht, so die Kits. Aber obwohl ich es dann doch immer im Wechsel mache, so dauert es trotzdem recht lange. Aber ist ja kein Problem. Ich habe nur erwartet, dass es schneller geht. Aber ich spiele halt eigentlich echt gerne Endergames und somit ist das jetzt nicht so schlimm für mich oder hoffentlich auch nicht für euch. Okay. Oh, das ist Vergiftungsdrang. Ich wollte mir den gerade selber hinwerfen, weil ich dachte, das ist mein Schnelligkeitsdrang. Habe ich gerade noch so geschafft.
zu unterdrücken. Okay. Mache ich mir jetzt mal ein Eisenschwert. Zack, das ist auch Vergiftung. Mache ich mal so. Ich hab irgendwie echt keine Rüstung, schon wieder nicht. Ich habe selten Rüstung. In letzter Zeit am Anfang. Aber naja, das kann ja noch werden. Ich glaube, ich gehe auf den Block hier, ja. Und tschüss. Es hat gerade kurz geleckt. Hoffentlich ist jetzt nicht da unten drin. Doch, offenbar schon. Ich kann jetzt aber auch nicht einfach runter, weil ich kann so ein besonderes Kitter, wo ich dann keinen Fallschaden also bekomme wie bei Känguru. Fällt er runter? Das wäre natürlich super gewesen. Ne, er ist nicht runtergefallen. Schade. Oder? Nee, sicher nicht. Das wäre natürlich jetzt, das hätte ich jetzt echt angeboten. Ich port mich mal raus. Zack. Oh oh. Oh, oh, oh. Na, es stirbt, oder? Jawohl. Okay. Irgendwie leckt es immer noch. Ich hoffe jetzt echt mal nicht, dass ich das bin, aber eigentlich soll ich das nicht sein. So. Okay. Ja, gut. Schnelligkeit haben wir hier. Da darf ich nicht aus, mich vertun. So. Okay. Jetzt gehen wir auf Jungi Mari. Ah, alles klar. Kannst den Stuff hier noch mitnehmen. Hm. Ich glaube, ich mache mir mal eine Hose, oder? Bietet sich an. In diese Richtung so. Okay. So. Da ist nichts drin, leider. Schade. So ist er jetzt. Hier sind aber auch wieder mal keine Tiere, das heißt, ich kann nichts. Also stimmt, weil Vampir hatten. Mir fällt gerade in dem Moment ein, dass wir Vampir schon mal eine Aufnahme hatten sogar. Ja, oh Gott sei Dank hat er sich nicht gewehrt. Das hätte echt eine Bedrohung werden können. Nein, Mann, die Eisenbrust, ich hab's nicht bekommen. Shit, Mann, was ist denn das immer für ein Pech? Wieso habe ich denn so viel Pech? Ich bekomme einfach die Eisenbrust nicht. Wenn es jetzt daran scheitert, ne? Warte, mit wem wurde ich getauscht? Ein Domi, okay. Der hat jetzt eine Eisenbrust, wenn er nicht vorher schon eine hatte. Also dann, falls ihr das Video nicht gesehen habt, in dem anderen Endgames-Video, okay, Hilfe. Ich hab grad angeschrieben. Da war es echt sinnvoll, das Kit, also richtig sinnvoll. Da habe ich es viel besser, viel mehr benutzen können, glaube ich. Als jetzt hier, also dann könnt ihr auch gerne da nochmal reinschauen. Aber ich mache es natürlich nochmal, weil es ja in der Reihenfolge nochmal vorkommt. Und ich ja nach Reihenfolge spiele. So. Hier im Dschungel, ich gehe jetzt einfach direkt drauf auf den. Ich hoffe jetzt mal, der hat nicht zu starkes Equip. Liegt's da? Hoffentlich ist da noch irgendwas dabei, was ich gebrauchen kann. Ja. So, 1, 2. Sonst noch was? Nö. Doch, da. Gott sei Dank, eine Eisenbrust. Jetzt bin ich immerhin Full Iron, weil dann sind meine Sounds auf 100, okay. Jo. Das machen wir jetzt, komm. Das gewinnen wir jetzt noch. Full Iron, da kann man schon mal gewinnen. Außer er ist jetzt Full Dia, dann wird es schwierig, aber immerhin, aber immer noch lösbar, also immer noch machbar. Oh, okay, das war jetzt nicht so gut. Hä, ist irgendwie, keine Ahnung. Boah, ist mein Inventar bemüllt.
So, Zocker-Tim, hallo? Ist hier irgendwo in der Nähe? Aber ist denn letztes Mal hier runtergekommen? Hier ist nämlich ein Hühnchen. Da ist er. Und, wie ist sein Equip? Wie ist sein Equip? Hä? Komm um den Baum. Okay, ja. Machbar. Also nicht unmöglich. Hoffe ich jetzt mal. Also, nee. Also es ist nicht unmöglich. Was hat er denn für ein Kit? Ist jetzt nicht dumm. Hoffentlich kann er sich rüberporten, weil ich habe keinen Enderperlen. Oh. Da hat einen Rektrank. Da muss ich Acht geben. Aber die ist ja jetzt nicht Stormherr oder so ein starkes Kit. Ja. Oh shit. Oh Gott, wie. Was, okay, nee, jetzt kann ich nicht. Ich werde mich bekommen, hundertprozentig. Ja. Oh, halbes Herz sogar nur. GG. Aber ich hab meine Haltring auf einer anderen Hotkey-Dingens gehabt. Vampir. Als ich erwartet habe. Ach Mist. Schade, dass ich jetzt verloren habe. Aber kein Problem. Gut, dann, bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die beiden Runden jetzt hier, auch wenn ich sie nicht gewonnen habe, mal wieder. Wie genau wie letzte Runde auch, aber es war ja echt spannend am Ende nochmal. Und dann lasst gerne eine positive Bewertung da, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.